Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lost in Legend Edition. Und ja, man kann hier hin. Alter, was ist das denn für ein awesome Ausblick? Wären die Grafiken ein bisschen besser? Aber es ist so auch schon ein guter Ausblick. Alter, das ist mega geil. Genau, wir wollten die Plage oder wie auch immer ich das nennen will, mal, ist das korrekt? Ja, mal, was heißt besiegen? Wir helfen der dabei, sie zu besiegen. Und ich war hier noch nie drin. Hallo? Ich denke eher, ich kann euch helfen. Ist viel. Aber wir fangen erstmal mit dem Wissen an. Erzählt mir etwas über den Bund der Apothekarie. Ja, könnte man so sagen, ja. Hä? Ja, interessant, dass auf jeden Fall die Geschichtsoption so direkt, ne? Also war gut. Was habt ihr mit dem Pilz denn vor? Danke. Ich denke eher, der Flüsterwald dankt uns. Hallo, 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 hey, hey. Sind euch die Namen Finn und Carbos ein Begriff? Ich weiß nicht so recht, wie ich das sagen soll, aber die beiden sind tot. Sie haben mir geholfen, als ich an der Sonnenküste angespült wurde, aber unser Lager wurde von Banditen überfallen. Sie waren gnadenlos in der Überzahl. Was sind das für Amulette? Ich fürchte nicht, nein. Könnt ihr mir etwas über den roten Wahnsinn erzählen? Was habt ihr herausgefunden?
Hallo? Hey! Ich würde gerne handeln. Sag mal. Stab der Auferstehung brauche ich nicht. Kann ich verkaufen. So. Hier, was haben wir denn hier? Manarek. Ja, Feuergift Ranzig. Kann ich verkaufen. Feuerschutztränke. Verkaufe ich auch mal. Genesungstränke behalte ich mal lieber. Das kann ich beheilen. Die Krankheitsdinger auch. Magieschutztrank. So, die Dinger behalte ich mal. Morgenlufttrank. Ja, sowas brauche ich auch nicht. Schockschutz. Stärketrank. Alchemie stärker. Verzauberungstrank. Oh ja, das nicht. Die Rollen kann ich eigentlich auch verkaufen. Bis auf die jeweils eine, die behalte ich mal. Genau, Seelensteine. Noch brauche ich sie nicht. Entschuldigung. Der hat ganz viele Stäbe. Ambrosia hat er auch. Das ist so gut. Zwei. Alter, das ist so teuer. Kaufe ich eins. Eieiei. So, Rolle der Arkan-Rune. Das sind alles Teleporter-Dinger. Royalisten nicht. Expertenbücher, klar, haben die wieder. Ganz viel Alchemie-Zeugs. Zauberbücher. Kann ich alles noch nicht gebrauchen. Markieren, wiederbeleben. Interessant. Ja, danke. Währenddessen kann ich aber hier. Okay, das heißt, ich kann die ganzen Bücher und dieses Lehrlingsdings verkaufen. So. Weil kann ich nichts mit anfangen. Ja, den Trank kann ich trinken, weil ich habe auf 21%. Eieiei. Die ganzen Baupläne und so alles. Gibt es hier? Hallo? Was kann, hat der eigentlich so? Okay, den kann ich nicht beklauen. Das ist schon mal gut. Oder schlecht, je nachdem. Gibt's hier nix? Rolle des Ketten. Da sind Bücher, die ich stehlen kann. König Lüstern und die Bauernmarkt. Devotia. Okay, Rollen, 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 Tränke, Genesungstrank, Standard, noch mehr Bücher, der Pfad, okay, das lohnt sich nicht, das Goldene Haus, Schriftrollen, kann ich lernen, ne? Ja. Ist dann dementsprechend auch, ja, ne? So, kann ich hier noch was verklauen? Verwenden wollte ich erst sagen. Das wäre so der Mega-Euphemismus gewesen. Es muss sich schon lohnen, was ich klauen will. Pergamente, Pergamente. Kleiderschränke. Truhen. 40 Groschen. Obwohl, das lohnt sich, denke ich schon.
So. Nix. Schrank. Was ist da drin? Nichts von, ja, größerer Bedeutung. Gebratener Lachs, gebratener Fisch. Okay. Ein Brot, ein Käse. Noch mehr Bücher. Auch nix. Okay. Was ist hier so? Artischocke, Muratina. Der Wanderer erzählt von einem neremesischen Feuerspucker, der das Bogenschild. Was? Wie lang ist das? Puh. Das ist doch unfassbar. Was ist das denn? Das ist doch kein Buch. Das ist doch. Ei. Ei. Kannst du mir doch nichts erzählen? Was ist das denn? Boah. So, was war das? Bibliothekenruinen. Ich verstehe das schon. Der sich aufs Schleichen und Kämpfen, das bin ich ja. So ein bisschen. Oh, ist ja schon Nacht. Ha. Ich gehe mal gerade kurz zum Marktplatz. Da, genau. So. Das Buch lese ich nicht. Also nicht da, jetzt. Das lese ich irgendwann, wenn ich so Special habe. Das ist Folge 700, keine Ahnung. Oder am Ende, ich kann es noch nicht genau einordnen. Wenn ich die Lesestunde mache, vielleicht auch erst zu Ende des Projekts. Das muss ich dann sehen. Grüße. So, die ganzen Zutaten, genau. Die Bücher. Nee. Irgendwo was doppelt. Das hier. Das hier. Das hier. Ja, da habe ich auch nichts mehr. Die Musik wirkt es halt absolut einfach auch so, als als wäre noch Tag, ne? Ist halt einfach nicht. So, ich könnte das jetzt, die Frage ist, wie spät haben wir es? Die kann man alle nicht ansprechen, das ist so schlimm, ne? Ach, da steht's, 8:26. Wenn ich jetzt einfach schnell reise, bis es Nacht ist, geht das? Ich weiß nicht, wie schnell die Zeit bei Nacht vergeht. Müsste ich mal. Vielleicht hilft das ja. Okay, das war wohl noch nicht spät genug. Neun Uhr 16. Okay, wenn ich jetzt hier nochmal dann wieder zurückreise,
Vielleicht hilft das. Wenn es so 10:30 wäre, perfekt, ist perfekt. Weil wenn ich jetzt zurückgehe, müsste es ja etwa 12 Uhr sein. Grob den Dreh rum. So, es ist jetzt 11:24 Uhr. Ja, perfekt. Also laufe ich doch noch mal tatsächlich ein Stück. Laufe nämlich noch mal zurück in die Stadt zur Bank. Und nö. Wie ist die Lage? Okay. Ja, ich muss in die zur Bank gerade mal kurz wieder. Alter, hier sind so viele Wachen, ne? Das ist unfassbar. Hey, wer bist du denn? Eine Bettlerin ist so. Ah. Wechselt bei jedem Typen mit Namen, ne? Der gibt dir jetzt eine Quest. Aber dann tut das doch nicht. Es ist sad, oder? Sad, richtig. So, ich lege mal noch ein bisschen meines Geldes an. Nachdem ich noch ein bisschen mehr Geld gemacht habe. Ich könnte natürlich auch einfach hier übernachten, bringt aber nichts, weil dann ist wieder Tag und dann kann ich den Troll nicht finden. Verstehst meine belastende Situation? Ich schon. Mesdames, Monsieur. So, hier geht's direkt zum Marktplatz, oder? Ja. Dann kenne ich mich in Ark schon mittlerweile aus. Sehr schrecklich. Ei, ei, ei. Hat die Bank überhaupt immer auf? Muss sie, sonst bin ich traurig. Ich meine ja, ich wollte ja eh direkt hier hin. Meier hat man ja gesehen. So, bitte, bitte lass die Bank auffahren, bitte. Ja, hat's auch. Ja, klar, kennt man doch, 24-Stunden-Bank. Ist eine Direktbank. Klar, ist die irgendwie Dieber. Weiß man doch. Ja, der Typ kauft ja auch irgendwie alles. Hände hat nur 12 Groschen. Oh. Ich dachte, der hätte irgendwie auch alles an Büchern und so. Hä? Wie, der hat nur dieses komisches Zeugs. Das kann jetzt echt nicht sein, oder? Okay. Gut, dann möchte ich in mein Konto einzahlen. Bis 1000 Gold ist ja ohne Geldwäsche, wissen wir ja. Das war ja super. Ich würde gerne weitere 800. Alter! So, jetzt aber.
Das kriege ich jetzt an Zinsen pro Tag 100 etwa. 105 Groschen pro Tag. Das ist nicht wenig. 3.550 habe ich. Barbestand, ja, 160, das reicht, das reicht. Ja. Kennt man. So, was ging schnell? Jetzt sehen wir das Krustenbrot. Ich mich ja heilen. 11:55 Uhr dürfte dementsprechend also gleich soweit sein mit Mitternacht. 5 Minuten, also das dürfte man hinkriegen. So, aber wir machen erstmal einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.